Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir und das schon zu Tag 7 von 7. Also falls du das erste Mal mit dabei bist, herzlich willkommen. Wir machen momentan so eine Inner Glow Up Challenge und machen eine Woche, in der wir unser Leben so ein bisschen resetten, also wieder organisieren und wieder auf die richtige Spur kommen sozusagen. Und heute in diesem Video möchte ich euch mal mein Vision Board vorstellen, denn ich finde so mein Vision Board ist eine Sache, die mich sehr motiviert und mir sehr hilft in meinem Leben, dadurch meine ganzen Ziele und Motivationen aufgeschrieben sind, beziehungsweise dran geheftet sind, dran geklebt sind, und es ist einfach eine Sache, die für mich sehr wichtig ist. Und ich dachte mir, heute zeige ich euch mal einfach mein Vision Board und mache eine Vision Board Tour. Also ich werde euch in diesem Video das Vision Board erstmal vorstellen und erklären, was ich dieses Jahr so manifestieren möchte und was mich so inspiriert. Aber falls ihr wissen wollt, wie ich das Ganze erstellt habe und wie ihr euer eigenes Vision Board erstellen könnt, könnt ihr gerne mal bei diesem Video vorbeigucken, denn ich habe so eine ganze Step-by-Step-Anleitung gemacht. Aber es ist viel Spaß bei dem heutigen Video. Übrigens habe ich auch hier eine Lichterkette, die ich anmachen kann. Um das Ganze natürlich auch noch schöner zu machen. Fangen wir doch einfach an mit meinem Guiding Word, also mit meinem Leitwort für das Jahr. Und zwar habe ich da Simplicity gewählt. Ich habe das ganz oben hin gemacht, damit man das immer sieht. Das ist so das Wort, was mich durch mein Jahr begleiten soll, was so das Hauptwort in meinem Leben ist für dieses Jahr. Und zwar ist es Einfachheit, also Simplicity. Und das ist einfach eine Sache, die ich sehr, sehr gut finde und auf die ich so hinstrebe. Und diese Einfachheit, Gelassenheit, wenig Dinge machen, die aber richtig machen, mit Fokus machen und alles so vereinfachen und nicht zu viel Arbeit zu machen. Ich glaube, das ist halt ein Punkt, den ich letztes Jahr auf der Nachlässigkeit habe und den ich dieses Jahr einfach sehr gerne in meinem Leben mehr vertreten hätte. Wie ihr auch vielleicht schon sehen könnt, habe ich mein Vision Board eher so in diesem rosa-braun Ton gehalten, weiß, schwarz. Ich fand es einfach viel schöner, als wenn ich da irgendwie grün, rosa, gelb, rot. Also falls ihr Vision Board stellen wollt, könnt ihr einfach so ein Bettlaken nehmen. Ich fand das so cool, aber ja. Übrigens ist es halt richtig groß, es ist einfach größer als ich mein Vision Board. Dann habe ich hier zwei Bilder, wo man Bücher bzw. Zettel sieht mit Stiften. Und das ist so eine Motivation zum Lernen und vor allem so zum Koreanisch lernen. Und mir ist gerade aufgefallen, ich könnte einfach hier ein Mikrofon benutzen, deswegen mache ich das jetzt so, damit ich mich besser verstehe, weil die Kamera so weit weg steht. Aber hier habe ich, wie gesagt, zwei Bilder zum Koreanisch lernen, die mich da motivieren sollen und mich da inspirieren sollen. Dann habe ich hier noch ein Buch, beziehungsweise habe ich mir zwei Bücher. Das ist ein Buch zum Lesen, das ist ein Tagebuch. Wow. Ich habe mir für dieses Jahr das Ziel vorgenommen, 21 Bücher zu lesen, wegen 2021 in 21 Büchern. Und ich habe es mittlerweile schon zwei gelesen. Und dann habe ich hier noch ein Tagebuch. Und Tagebuch schreiben ist für mich eine ziemlich wichtige Sache, habe ich euch auch schon mehrmals gesagt. Dann habe ich hier den besten Spruch, done is better than perfect, also fertig ist besser als perfekt. Und das ist halt der beste Spruch in meinem Leben momentan. Es geht einfach darum, nicht so viel nachzudenken und nicht zu sagen, ja, ich mache es vielleicht später, ich fühle mich gerade nicht so gut, dass ich das perfekt hinkriegen würde. Nein, done is better than perfect. Es ist besser, wenn du etwas fertig hast, als wenn du das perfekt hast. Das heißt, wenn du beispielsweise eine Arbeit schreiben musst, eine Hausarbeit schreiben musst oder so, und wenn du dann einfach anfängst und deinen ersten eine erste Vorlage hast, einen ersten Entwurf hast, ist es viel besser, als wenn du gar nichts hast. Das heißt, wenn du einen schlechten Entwurf hast, kannst du den bearbeiten. Wenn du aber nichts hast, kannst du nichts bearbeiten. Und deswegen ist in diesem Fall fertig besser als perfekt. Und ich glaube, das ist mir voll die Sache, aber ich bin eine richtige Perfektionistin und fange deswegen öfter nicht an, weil ich mir denke so, ja, ich krieg's ja dann nicht gut hin. Es ist egal. Einen ersten schlechten Entwurf zu haben, ist besser als nichts zu haben. Und deswegen, dann ist better than perfect in dem Fall. Dann haben wir hier den Spruch, it is not necessary to react to everything you notice. Also es ist nicht notwendig, auf alles zu reagieren, was du mitbekommst. Und ich finde das sehr wichtig. Ich bin ein großer Fan des Buddhismus und da ist halt auch eine große Sache, diese Gelassenheit und dieses Non-Attachment, also Dinge wahrzunehmen, aber nicht auf sie zu reagieren, sondern sie einfach loszulassen. Und ich finde es so cool, diese Art und Weise auf Dinge zu reagieren bzw. dann nicht zu reagieren, weil ich finde einfach, wenn wir auf alles reagieren würden, was in unserem Leben passiert, dann werden wir sehr überfordert. Wir müssen einfach darauf achten, nur auf die wichtigen Dinge einzugehen und zu reagieren. Also auf was fokussiere ich mich und wo möchte ich meine Energie wirklich reinstecken? Und das geht auch Hand in Hand mit diesem Spruch hier, also less but better, weniger aber besser. Ich möchte weniger Dinge machen, aber diese Dinge besser machen. Und der Punkt, warum ich das mache, steht hier. Und zwar ist das hier eine Grafik aus dem Buch Essentialism. Und da geht es darum, nur das Essentielle zu machen immer. Und wie man hier sieht, links, wenn man ganz viele Dinge macht, die aber nur so ein bisschen macht, dann sieht das Ganze so aus. Und du kommst in keinen Bereichen wirklich weiter, wenn du alles machst, aber nicht so richtig. Und dann haben wir hier rechts den Punkt, wenn du nur eine Sache machst und dich auf die konzentrierst, dann wirst du da auch weiterkommen, wenn du die ganze Energie in eine Sache reinsteckst. Und deswegen sollten wir weniger machen, aber das besser machen. Dann habe ich hier noch den Spruch, many things are good, many things are important, but only a few are essential. Also viele Dinge sind gut, viele Dinge sind wichtig, aber nur einige sind wirklich essentiell. Und das ist wieder die Sache hier, ich würde sagen, ganz Vision Board repräsentiert irgendwie diese Essentialism-Sache, also dieses nur das Wichtigste machen. Genau. Hier habe ich eigentlich die coolsten Sachen auf meinem Vision Board, würde ich sagen. Jetzt habe ich hier meine ganzen Routinen und
Ja, ich erkläre es einfach mal. Also hier oben habe ich meine 2021 Intentionen und Ziele. Also hier sind meine ganzen Bereiche meines Lebens, wie zum Beispiel habe ich hier mentale Gesundheit, Koreanisch lernen, dann Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungen, meine Gesundheit, Schule, YouTube. Und da habe ich einfach für jeden Bereich meines Lebens mein Ziel für dieses Jahr aufgeschrieben. Also sozusagen, was ich am Ende des Jahres in diesen Bereichen erreicht haben möchte. Und das ist aber eine Sache, die ich mir jeden Tag angucken kann, morgens, abends, wie auch immer. Und dann habe ich das so in 2 Sätzen hier aufgeschrieben. Darunter habe ich meine täglichen Gewohnheiten, die ich machen muss, um die Ziele zu erreichen, oder generell gute Gewohnheiten, die ich jeden Tag machen möchte, habe ich aufgeteilt in morgens, mittags und abends. Einfach zur Referenz kann ich immer auch gucken, wenn ich das brauche und wenn ich das angucken möchte. Darunter habe ich meine Content Strategy für YouTube, Instagram und für meinen Podcast. Also ich habe einfach aufgeschrieben, was ich wann, wo hochladen möchte und warum und wie ich das machen möchte. Ich glaube, da gehe ich jetzt nicht so ins Detail ein, aber das steht hier auch nochmal. Und darunter habe ich dann meinen Wochenplan, also was ich an jedem Tag mache. Ich habe meinen Tag verschiedene Themen gegeben. Beispielsweise sind Montag, Dienstag, Donnerstag meine Schultage, also da konzentriere ich mich auch am Nachmittag auf die Schule. Dann habe ich Mittwoch ist mein Freundetag, am Freitag habe ich meinen Koreanisch-Lerntag und Samstag habe ich meinen YouTube- bzw. Social-Media-Tag und Sonntag ist mein Self-Care, Life-Administration, Relax-Me-Time-Tag. Dann habe ich hier noch zwei Sachen, die ein bisschen K-Pop-related sind, würde ich sagen. Das habe ich einmal hier das neue BTS-Album, beziehungsweise da habe ich das Cover und einen Spruch. Life goes on, also das Leben geht weiter. Und das ist auch ihr neues Album, das Leben geht sozusagen weiter. Und ich finde die Aussage und das Gefühl, was das Album gibt, einfach sehr toll. Und das hat mir sehr geholfen. Und deswegen möchte ich es gerne hier einfach repräsentiert haben auf meinem Vision Board. Genauso wie diesen Spruch hier. Das ist eigentlich eher ein bisschen was Lustigeres ist. Es ist dieses Like Mike, stop procrastinating. Yeah. Von Chris von Stray Kids und es ist eine Sache, die eigentlich lustig ist, aber sie motiviert mich wirklich und deswegen steht das hier. Dann haben wir auch Anfang 2020 uns Leitsprüche überlegt, also Sprüche, die uns durch das Leben guiden sollen, durch das Jahr guiden sollen vor allem und Sprüche, die uns den Weg leiten sollen, eigentlich schon sowas. Und zwar habe ich hier das für mein Leben und hier die Sprüche für YouTube, würde ich sagen. Hier habe ich einmal Consistency over Intensity, also Regelmäßigkeit über Intensivität. Ich finde es auf Deutsch immer so komisch, aber es geht im Endeffekt darum, Dinge öfter zu machen und nicht unbedingt stärker zu machen. Also sozusagen, wenn du Dinge regelmäßig machst, ist es immer besser, als einmal ganz viel zu arbeiten dafür. Dann habe ich noch Creating over Consuming, also lieber Dinge produzieren, als Dinge konsumieren. Beispielsweise bei YouTube ist meine Devise so ein bisschen, ich möchte lieber mehr Content rausbringen, als die ganze Zeit Content konsumieren. Und dann habe ich noch zwei, ich glaube, sehr, sehr klärende Sprüche, Courage over Comfort und Less but Better. Dann hier links habe ich, wie gesagt, meine YouTube-Sprüche, die so ein bisschen das repräsentieren sollen. Ich habe da einmal so der Creator, der die Zuschauer am besten versteht, der gewinnt, beziehungsweise eigentlich sollte bedeuten, ist es sehr wichtig, seine Community zu kennen und sich mit denen zu verstehen und zu interagieren und die einfach zu kennen und so eine Familie zu sein, was für mich sehr wichtig ist. Und dann darunter habe ich den Spruch Different is better than better, also anders sein ist meistens oder oft besser als besser zu sein, jetzt auf YouTube bezogen. Und dann habe ich noch Content is king, but marketing is queen and she runs the household. Ja. Ach ja, und hier habe ich noch einen K-Pop-Spruch. Und zwar ist das aus dem Song Epiphany von Jin. Nicht so perfekt, aber so schön. Und ich finde diesen Spruch so toll. Ich wieder als Perfektionistin hier bin oft so, dass ich denke, Dinge müssen perfekt sein. Und ich finde diesen Spruch einfach so, es ist nicht perfekt, aber es ist schön. Und das finde ich irgendwie sehr toll. Das gefällt mir sehr. Dann habe ich hier noch ein Bild von einer Person, die meditiert, weil Meditation auch sehr wichtig ist und so Achtsamkeit, Meditation sehr wichtig ist. Und als letztes habe ich hier noch einen Spruch, where focus goes, energy flows. Also wo du deinen Fokus hingibst, da fließt Energie rein. Das heißt sozusagen, darauf, wo du dich konzentrierst, das expandet, das breitet sich aus. Und es ist wichtig, dass wir den Fokus auf richtige Dinge legen und dass wir uns fokussieren, aber auf die essentiellen Dinge. Falls du möchtest, kannst du ja auch mal ein Bild von deinem Vision Board in deiner Instagram-Story posten und mich dort verlinken. Und dann kann ich das Ganze reposten. Dann haben wir so ein kleines Kollektiv von Vision Boards. Ich glaube, das ist auch ganz cool. Wie gesagt, guck am besten nochmal bei diesem Video vorbei, falls du dein eigenes Vision Board erstellen möchtest. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Hab noch einen schönen Tag. Tschüss.